Somerset Railway. Sanfte Hügel, grüne Wiesen, das Meer. Nicht weit entfernt und die längste Normalspurbahn von Großbritannien. All das finden Sie in Trains World West Somerset Railway. Fahren Sie Ihre Züge bei der berühmten Dieselgala und unterhalten Sie die Touristen mit Ihrer vor Diesel strotzenden Lokomotive. Fahren Sie durch die Landschaft von Somerset brettern. Und ne, damit herzlich willkommen zu einem weiteren DLC. Ich zähle mir ganz das Neueste. Das Video kommt kommt auch nach dem neuen anderen DLC raus. Rein und so. Class 47 Einführung. Machen wir erstmal so ganze Tutorials und so weiter. Bevor wir die ganzen Missionen machen. Oh, schön. Mein Head. This is a Class 47 diesel-electric locomotive. Dies ist eine Diesel-Elektro-Lokomotive der Klasse 47 in grüner British Rail-Lackierung. Dieses Tutorium wird Ihnen die Start-Stopp-Prozedur erklären. Betreten Sie den Führerstand durch die angezeigte Tür. When you're ready, sit in the driver's seat. To get the loco started, set the battery isolation switch to the closed position. To activate the control desk, set the master key into the on position. Set the reverser into the engine only position. The locomotive is now ready to be started. Push the engine start button on the control desk. To release the air pressure holding the wheels, set the driver's brake to the running position. Wo ist denn das? Oh Gott, dass ich da wieder rauskommen muss, ne? Breakpoint. Das muss nicht sein, als bis 18 Uhr verschieden kommen. Okay, klar. Als ob ich das nicht kenne. Die Sonne geht mir auf den Keks wieder mal. Wahrscheinlich zwischen 4 und 5 muss es sein. To release the air pressure holding the wheels, set the driver's brake to the running position. To make others aware that this loco is operational, switch the headlights on. Turn the parking brake handle to release it. Finally, to get going, set the throttle to at least 20%. Well done. The loco is on the move. To maintain a specific speed, Also ausrollen lassen, alles klar. To bring the locomotive to a gentle stop, set the driver's brake to the initial application position.
Warum ich auch immer ich gefährliches Anlegen gesehen habe, gelesen habe. Take this basic training and apply it to further operations and you'll do great. Okay. VSR, eine Star Pupil. Star Pupil, wow. Okay, klar, jetzt Level 2 vom West Somerset Railway und Class 47 GRN, auch Level 2. Mal gucken. Ach, es kommt doch ein Tutorial. Okay, Tutorial Nummer 2. Class 09 Einführung. Uiuiuiuiui. Dies ist eine diesel-elektrische Class 09. Sie wird größtenteils für Gütertransport eingesetzt, gilt aber auch manchmal bei Personenzügen aus. Schauen wir uns also mal die Start-Stopp-Prozedur an. Steigen Sie ein. Climb aboard to get started. Enter the cab through the door indicated. Mhm. Haben wir mir schon was gedacht? Ne? Before anything else, set up the marker lights. Turn the main switch on the panel up there to on. Kennlichter, oder? War das Kennlichter? Ja. Now the main power switch is on, walk around the exterior of the locomotive and turn on all four marker lights. Alle, was? Schalten Sie alle vier Kennlichter ein? Okay. Muss man das von außen machen, oder wie? Heilige Scheiße. Eieieiei. Richtig alte Schule, schön. Great. Climb back aboard the locomotive and sit down in the driver's seat. To start the locomotive, hold the master key in the start position for at least 5 seconds. With the locomotive running, set the master key to the on position. The reverser lever determines the direction of travel. Set this into the forward position. Oh, ich mag ja solche alten Lokomotiven. Auch die alten Techniken, das mal so. Finde ich auch gut, dass sie auch ein paar. Dass die Strecken veröffentlichen, wo es jetzt nicht nur die Hightech-Loks gibt. Also nennen wir es mal Hightech-Loks, ne? Also klar, es hier ist auch schon Diesel, aber. So, wenn ich es so. Wenn man jetzt so auf an die sich anderen erinnert. Von beispielsweise von CSX, von Great Western Railroad, was war das, von GRW, dann da waren ja doch schon modernere, sag ich jetzt mal, ne? Also zwar auch Diesel, aber modernere Diesel. War alles ein bisschen geladen, das wusste ich, die Bremse da. Move the parking brake handle into the release position. Finally, to get going, set the throttle into position 1 for at least 5 seconds and then set it to position 2. Okay. Also 1. Dann muss man ein warten und dann. Specific speed, set the throttle back to the off position.
locomotive to a gentle stop, set the driver's brake to the service 30% position. Scheiße, das anfängliche, nee, das Bremsen auf 30%. Oh, das wird so Spaß machen. Ich freue mich jetzt schon auf die Szenarien. Take this basic training and apply it to further operations and you'll do great. Okay. Musst du mal gucken, ob ich die Leute lauter stellen kann. Muss eigentlich machbar sein. Okay, Level 2 von der Class 09 GRN und West Somerset Railway auf Stufe 3. Okay, jetzt gibt es ein Szenario, alles klar. Dann war es erstmal für dieses Video und bis zur ersten Mission.